Stell dir vor, du bist endlich erfolgreich, du hast einen geilen Track am Start und dann stellst du aber leider fest, dass auf YouTube dein Song gesperrt wurde, beziehungsweise die Monetarisierung, also die Kohle, die eigentlich dir gehört, an den Hersteller der Sample Library geht. Wie das geht und wie man das verhindern kann, erfahrt ihr gleich. Los geht's! Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Non Eric, du bist auf meinem Kanal Musotalk gelandet und heute ist mein Thema deine Kohle, denn es ist Folgendes passiert, wir haben ein Video hochgeladen mit einem Sample, einer gekauften Sample Library von Splice, dann wurde aber leider das Video gesperrt, beziehungsweise der Hersteller der Sample Library hat es monetarisieren können und verdient jetzt mit meiner oder Benjamins Musik und Video Geld. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Und zwar, es ging um das Video VST Plugin Fabfilter Saturn 2. Das ist im Mai rausgekommen. Und als Demosong hat Benjamin ein Sample benutzt, was er auf Splice gekauft hat. Das hören wir uns mal an, damit dieses Video hier auch gesperrt wird natürlich, ne? Also so ein ganz banaler Acid-Loop und dann passiert Folgendes, dann kriege ich hier so eine Urheberrechtswarnung und dann habe ich hier nur die Option, entweder mein Video offline zu stellen oder eben zu akzeptieren, dass es hier einen Content-ID-Anspruch gab. Und dann wird das mein Video quasi monetarisiert, aber die Kohle geht an den Rechteinhaber. Und in diesem Fall an die Produzenten von Floating Boom Bam X Lo-Fi. Und die sind, kann man hier mal schauen, Anbieter einer Sample Library und bieten mir dieses Sample hier an als Premium Lease für immerhin schlappe $70 oder für $25. Und dann bin ich natürlich davon ausgegangen, dass man das jetzt komplett frei auch nutzen kann. Wenn man da mal nachschaut, why is Airbit claiming my videos on YouTube? Da wird einem schon mal klar, dass die Sache gar nicht so einfach ist. Also wir haben im Prinzip ein Sample benutzt. Das wurde vom Sample-Inhaber oder Hersteller, obwohl man es ja frei benutzen darf, sowohl in kommerziellen wie nicht in kommerziellen Produktionen, auf YouTube ins Content-ID-System eingegeben. Und das bedeutet, jeder, der jetzt dieses Sample auf YouTube benutzt, tja, der wird gesperrt oder muss seine Kohle beim Sample Library-Hersteller abliefern. Wie man das verhindern kann und warum das überhaupt so ist, das erfahrt ihr in Kürze, denn ich mache einen Podcast mit meinen Gästen zu diesem Thema und dazu habe ich mir auch Gunnar Berndorf, den Fachanwalt für Urheberrecht aus Berlin, in die Runde eingeladen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Thema hier gut klären können. Aber ich möchte natürlich von euch eure Erfahrungen wissen. Habt ihr schon mal Ähnliches erlebt, dass ein Track von euch gesperrt wurde, obwohl ihr eigentlich die Rechte daran besitzt? Wenn ja, hinterlasst das bitte in den Kommentaren. Wir werden auch noch Fragen annehmen in unserem Podcast und eventuell dann im Nachgang auch noch ein Video machen, falls es euch das wirklich so interessiert hat, wie ich hoffe, wo wir dann auch nochmal eure Fragen zum Thema beantworten werden. Also, abonnieren, Glocke anschalten und dann erfahren, was ihr tun müsst, damit ihr nicht nachher in die Sample Library verletzt habt. Bis dann, tschüss!